Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich muss mich vorerst ein bisschen entschuldigen, weil es ist jetzt halt zwei, drei Tage kein Part gekommen. Tut mir sehr leid für die Leute, die die anderen Projekte auch verfolgen. Die wissen, dass ich im Infamous Let's Play gesagt habe, dass mir die Parts ausgegangen sind und dass ich an dem Tag den Infamous Part für den Tag und auch den Mass Effect Part für den Tag aufnehmen sollte. Und dazu ist es leider nicht mehr gekommen, weil der Infamous Part halt auch recht lange gedauert hat. Also die Aufnahme hat, glaube ich, insgesamt fast zwei Stunden gedauert, weil ich ja die ganze Zeit auch dieses ganze Paper Trail Kram da machen musste und die Folge ja auch anderthalb Stunden lang war. Und ja, den ganzen Kram musste ich dann noch rendern und während ich rendere, wollte ich jetzt nicht das Risiko eingehen, also wollte ich jetzt meinen PC nicht so überlasten, dass ich dann auch noch gleichzeitig ein, ja, relativ leistungsaufwendiges Spiel plus eine Aufnahme starte. Deswegen, ja, wollte ich dann abwarten. Der Renderprozess ging aber aufgrund der ganzen Videoschnipsel, die da alle drin waren, hat er auch lange gedauert, ging dann, glaube ich, auch nochmal über 4 Stunden oder so, oder 3 Stunden. Ja, und da war schon abends und da musste ich auch noch hochladen und dann bin ich halt nicht mehr dazu gekommen, das Ding hier aufzunehmen und deswegen, ja. Jetzt 2 Tage später, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, muss ich das Ding heute natürlich auch noch rendern und hochladen. Ich weiß halt nicht genau, ob ich das heute noch schaffe. Notfalls müsste ich das Ganze halt verschieben auf, ja, mehr oder weniger morgen, ne? Dann haben wir halt 3 Tage kein Part gehabt, das tut mir dann sehr leid. Ich werde auf jeden Fall versuchen, sobald ich wieder ein paar Parts davon auf Vorrat aufgenommen habe, dann vielleicht die Parts ein bisschen länger zu machen oder so, keine Ahnung. Dass wir den Rückstand ein bisschen aufholen. Also, jetzt erstmal in die Galaxiekarte rein. Und Omega hatten wir beim letzten Mal fertig. Das weiß ich noch. Jetzt haben wir noch das Treibstoffdepot. Zu dem sollten wir, glaube ich, auch hin. Ja, den haben wir sogar voll. Sonden auch, na dann. Wir können nach Fatah. Da haben wir noch 0%. Wir können zum Omega-4-Portal, das bringt jetzt, glaube ich, auch nichts. Was sagen denn unsere Missionen gerade alle? Tagebuch, die Kollektoren aufhalten. Wir haben noch den Gefangenen, der befindet sich... Die mächtigste Biotikerin... Ach, Jack ist eine Frau. Mächtigste Biotikerin, die die Menschheit hier hervorgebracht hat. Es sind kaum Informationen über Jack, außer den Gewalt neigt. Auf dem turianischen Gefängnisschiff Purgatory. Ja, wo ist denn das Gefängnisschiff Purgatory? Dr. Oka oder Okir, keine Ahnung. Der befindet sich... in einem Lager der Blue Suns auf Corlus. Ja. Gut. Aber sonst noch Nebenmissionen oder so? Auf dem Planeten Darata im Faya-System, also Faria-System. Im Fatah-System. Und Kupplung. Also einmal ins Faria-System, einmal ins Fatah-System. Und einmal weiß ich nicht wo. Da haben wir Kaira Wamuri. Da hinten haben wir Fatah. Hier haben wir Arin Larkan. Da haben wir gar nichts. Da haben wir Badala. Ja, dann ist Fatah eigentlich das Einzige, was mir gerade was sagt. Was ist das hier für ein Planet? Unerforscht. Erforscht den doch mal. Sonde gestartet. Bei Forschungsprojekten wird Iridium für Upgrades von schweren Waffen, Maschinenpistolen und Sturmgewehren benötigt. Okay. Wie kann man also so ein bisschen Kram finden dann, oder was? Starte Sonde. Bei Forschungsprojekten wird Palladium für Upgrades von schweren Pistolen, Panzerung und Kybernetik benötigt. Das ist natürlich toll. Ja, super, dann kann man hier die ganzen Planeten also so ein bisschen abscannen, ne? Und dann irgendwo Ressourcen und so einen Quatsch finden. Sonde gestartet. Aber noch Iridium. Wie können sich das Forschungsprojekt Sturmgewehr jetzt leisten? Nehmen wir dann den Palladium nochmal zu. Und zwar da. Sonde gestartet. Okay. Hier haben
war auch noch was. Sonde unterwegs. Da haben wir noch was. Sonde gestartet. Bei Forschungsprojekten wird Platin für Upgrades von Präzisionsgewehren, Schrotflinten und medizinischer Ausstattung benötigt. Präzisionsgewehre gefallen mir schon eher. Also brauchen wir Platin oder was? Na, mehr von dem Quatsch finden wir jetzt hier nicht. Den können wir auch wieder, können wir irgendwie weg? Ja, können wir wieder weg. Okay, dann sind die Planeten hier also nur so ein paar Sidequests, sage ich mal. Was ist, wenn wir hier anfangen? Wir auch scannen. Brauchen wir jetzt mal nicht. Gutag, und was ist das hier? Das ist Bindur. Verbind du nicht das Lager, was wir ansteuern sollten? Starte Sonde. Da war ja was. Da auch mal. Sonde gestartet. Oh, da ist was. Sonde gestartet. Da ist wohl auch was. Starte Sonde. Schubidubidu. Starte Sonde. Schön viel Platin hier. Platin brauchen wir ja, wie gesagt. Oder was heißt, wie gesagt, es wurde uns halt mitgeteilt, dass wir Platin eventuell gebrauchen könnten. Steigt der Platinwert ein bisschen an. So, ich schicke da mal eine rein. Sonde gestartet. Da haben wir noch was. Starte Sonde. Oh, warte. Da. Sonde unterwegs. Oh, da war eine Menge Palladium. Ja, ist jetzt nicht wirklich spannend, ne? Vor allem für ein Display, glaube ich, nicht so wirklich geeignet. Wir sammeln jetzt hier noch kurz ein bisschen was erfinden können. Und wenn hier noch was ist, dann schicken wir da noch was hin. Wenn hier noch was ist, dann schicken wir da noch was hin. Ansonsten. Da noch einen hinschicken. Sonde unterwegs. Da ist noch ein bisschen was. Sonde gestartet. Und sollten wir das Ding hier auch fertig haben, ne? Oder ist hier noch irgendwo eine Kleinigkeit? Ah, da ist noch eine Kleinigkeit. Sonde gestartet. Hier haben wir nichts. Da haben wir auch nirgendwo was. Dann können wir den Planeten hier mal verlassen. Und da kümmern wir uns um die wichtigeren Planeten. Also steuern wir Fatah an. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Auftrag drin. Merkwürdigerweise ist dieses Feira, oder wie das hieß, gar nicht eingezeichnet in der Karte hier. Wo wir auch einen Nebenauftrag drin hatten. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ach, hier verbrauchen wir Treibstoff. Okay, sobald wir hier zwischen den Systemen hin und her fliegen. Im System selbst also nicht. Gut, hier haben wir noch einen Planeten, den können wir aber wohl auch nur scannen. Oder sieht man das irgendwo ran, wenn man auf einem Planeten landen kann oder nicht? Den hier kann man auch nur scannen. Ich habe eine Anomalie geortet. Aha. Sonde gestartet. Von dir weißen Anzeige auf dem Fadenkreuz in der Sonde gestartet. Allgemeiner Notruf. Senderautomatik abgebrochen bei Analysepunkt. Sonde unterwegs. Die Scanner haben etwas gefunden. Na dann können wir da auch mal landen. So. Man sieht also daran, wenn eine Anomalie gefunden wird auf einem Planeten, dann kann man da was machen.
Immerhin. Können wir jetzt mal irgendwo hin? Ich habe ja keine Ahnung, wo dieses blöde Kriegsschiff da ist, was wir brauchen und so weiter und so fort. Also, wir brauchen ja noch zwei Teammitglieder und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Garrus kommt natürlich mit. Mein bislang Lieblingsteammitglied und Miranda als, ja, so ein bisschen, ne? Biotikerin brauchen wir ja auch ein bisschen. Ja, dafür brauchen wir noch ein paar Punkte mehr. Garrus wahrscheinlich auch, ne? Ne, das wollte ich ja nicht. Na gut, egal. Komm. Wir landen gleich mal, steigen aus und gucken nochmal, ob wir uns selbst noch kurz upgraden können. Ne, wir haben uns schon aufs Maximum gelevelt. Bei dir brauchen wir auch noch zwei Punkte. Okay, erstmal wieder reinkommen in die Steuerung. Ist jetzt auch schon wieder mal eine Woche oder über eine Woche her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Kennt ihr ja mittlerweile, vor allem bei Mass Effect. Nehme ich ja meist immer wöchentlich auf. Und nur diese Woche hat es nicht ganz so hingehauen. So. Aufpassen! Okay, ich sollte mal das Präzisionsgewehr nehmen. Das sind die stärksten Waffe, die wir momentan haben. Das hat gesessen. Super, das war schon mal ein guter Schuss. Asari? Interessant. Machen wir die mal zuerst weg. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. War's das? Ich habe hier irgendwo eine Sicherheitskonsole gesehen, ob die wir zugreifen können. Aber erstmal gucken, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Hier nicht, hier auch nicht, da auch nicht. Dann gehen wir mal zur Gefängniszellen. Okay, wie war das? Wir müssen die richtigen verbinden, ne? Hier war nämlich ein C und da war ein C. Da haben wir so einen komischen Dingens. Hier haben wir ein Y, da haben wir so ein komisches Etwas. Da haben wir die Batterie und da ist das Y. So, was bringt uns das jetzt? Nur Geld. Sicherheitskonsole. ID des Subjekts. Subjekt gefangen genommen, Subjekt verhört. Wenn ihr es lesen wollt, dann könnt ihr kurz pausieren und euch das dort in der Ecke mal kurz durchlesen. Mich interessiert es jetzt nicht so ganz. Maul. Maul hat einen Namen. Das heißt, der ist ein besonderer. So, wer los? Maul kriegt noch einen ab. Und Maul kriegt den letzten ab. Okay. Wechseln wir wieder zurück auf unsere Pistole. Stimmt, wir haben unsere Munitionskraft gar nicht eingesetzt. Die muss man in jedem Level neu auswählen. Da wir bislang aber nur eine haben, sollten wir die auch immer aktiviert haben, weil die kostet, soweit ich weiß, also die hat keine Abklingzeit oder so ein Kram. Die funktioniert einfach. Raffiniertes Platin haben wir hier noch gefunden. Ja, wahrscheinlich geht es dadurch weiter. Ich möchte aber noch kurz gucken, was da oben ist, wo die vorher rausgekommen sind. Ach, da ist nur ein Safe und ein Medikit. Na dann, fangen wir an. So, Batterie, etwas C, Y, C, Y. Das Zeug, das etwas und die Batterie. Toll. War ein bisschen Geld drin in dem Safe. Dem Rest müssen wir uns wohl da hinten beschäftigen. Na dann mal hin zur Tür.
Wir haben ein automatisches Notrufsignal gefunden. Wahrscheinlich von diesem Subjekt, was die hier gefangen genommen haben, verhört und so weiter und so fort. Wir wissen hier gar nicht, was das ist und was das hier überhaupt zu bedeuten hat. So, die Batterie. So etwas. Und die Cs. Okay. Muss mal auf die Uhr gucken, weil so viel Zeit habe ich heute auch nicht. Und dann möchte ich mal gucken, also so zwei, drei Folgen hätte ich heute schon gern aufgenommen. Ah, jetzt hätten wir kurz vor halb, ja. Merke ich mir ungefähr, damit ich dann ungefähr auch die Folgen richtig dieser Computer schneiden kann. Die verschlüsselten Informationen aus dem Besitz des gefangen genommenen Cerberus-Agenten. Sie könnten Cerberus schaden, falls sie je veröffentlicht würden. Okay. Wir können das Kram, den Kram mit der Allianz schicken, wir können den Kram aber auch Cerberus schicken. Und ich würde sagen, da wir momentan noch mehr oder weniger mit Cerberus zusammenarbeiten und die Allianz uns ja irgendwie überhaupt nicht helfen will, wäre es eigentlich gut, uns erstmal die Freunde bei Cerberus zu machen, deswegen... Daten an das Cerberus-Oberkommando übermittelt. Bitte sehr. Cerberus-Agent Tyrone Rawling wurde tot aufgefunden. Verschlüsselte Daten sind durch die Regierung an Cerberus übermittelt. Ein bisschen Erfahrung gekriegt, ein bisschen Credits verdient, ein bisschen Platin gefunden und können den Bericht jetzt schließen. Das war jetzt nicht wirklich eine lange Mission, aber immerhin mal. Ich weiß ja nach wie vor nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt irgendwo das Gefangenenschiff finden. Ich habe aber keine Ahnung, wo das ist. Gibt irgendwie in diesem System auch kein Treibstofflager. Deswegen, wir haben nicht mehr viel Treibstoff. Was machen wir denn, wenn uns jetzt hier der Treibstoff ausgeht? Eine gute Frage, ne? Also, Sarah Barik haben wir hundertprozentig abgeschlossen. Hier ist eigentlich auch nicht mehr viel drin. Haben wir jetzt einen von den Aufträgen abgeschlossen hier? Tatsächlich, jetzt haben wir nur noch das Faria-System, wo wir noch gar nicht hin können. Im Sandurnebel. Okay. Ja, ansonsten halt hier, wie gesagt, brauchen wir noch den Gefangenen und den Warlord. Dafür müssen wir aber irgendwie nach Corlus oder nach zum Gefangenenschiff. Hier war kein Planet, der Corlus heißt, oder? Ne, hier war nur Korah. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal kurz raus. Fliegen mit dem bisschen Treibstoff, das wir noch haben, zurück. Ach, da steht hier bestimmt auch, ne, wo wir hin müssen. Fliegen wir hier nochmal hin, um uns ein bisschen Treibstoff aufzufüllen. Also zum Treibstofflager kaufen wir uns hier nochmal ein paar Sonden, kaufen wir uns hier nochmal ein bisschen Treibstoff. Haben ja das Geld. Und gucken dann mal, wo wir hin müssen. Fliegen wir mal erst nach Batalla. So. Was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir einmal Neorock, wo wir wieder so ein paar Ressourcen sammeln können. Hier unten ist sonst nichts mehr. Dann haben wir hier noch... Was ist das denn für ein Riesensystem für nur drei Planeten? Tuna Varuno. Und ganz nah an der Sonne Logaziri. Und sonst ist hier kein Planet, nichts? Wofür ist es denn sonst da? Okay, haben wir tatsächlich zu 100% entdeckt. Für drei Planeten so ein Riesensystem, weißt du, Fatah war ja wenigstens ein kleines System. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Ja, toll, du mich auch. So, hier ist schon wieder so ein großes System. Ich sehe hier aber nur einen Planeten. Ich glaube, das sieht man auch schon anhand der Umlaufbahn. Hier auf einer Umlaufbahn ist immer nur ein Planet. Das heißt, hier wird auch nur ein Planet sein. Und das ist Uta. Uta habe ich irgendwo schon gehört. Ich weiß aber nicht mehr wo. Wenn
finde ich jetzt aber gerade nichts. Habe auch keinen Bock, hier wieder zu scannen. Deswegen, ciao. Kaira Vamori. So. Bisschen fatal irgendwas. Auf jeden Fall kein Notrufsignal oder so ein Kram, deswegen können wir hier auch wieder weg. Hier haben wir noch einen. Hier ist auch kein Quatsch. Hey, ich wollte nicht ganz von der Galaxiekarte wieder weg. So, ein Planet muss hier noch sein. Das ist der Apfelplanet hier. Erfolgsupdate. Wahrscheinlich, weil wir das Ding hier komplett erforscht haben. Dann schicken wir da nochmal kurz Sonde die Sonne gestartet. Hin. Ich kann ja dann noch ein bisschen Palladium sammeln. Mehr brauchen wir jetzt aber momentan auch nicht. Deswegen tschüss. Ja, dann haben wir das gesamte System hier quasi abgeschlossen, aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass man durch das Massenportal doch nicht nur zu Citadel reisen konnte, sondern auch zu anderen Systemen. Kann das stimmen? Habe ich jetzt gerade irgendwie ein Gefühl, weil ansonsten hätten wir ein Problem, weil wir keinen anderen Ort mehr finden, wo wir was machen können. Also Massenportal. Ja, tatsächlich, ich hatte eben irgendwie im Gefühl, dass, oder was heißt im Gefühl, man Gehirn hat mir gerade irgendwie vermittelt, dass man hier nur zur Citadel reisen konnte. Das ist, glaube ich, der lokale Cluster. Den haben wir jetzt auch zu 100% fertig. Den Serpentnebel haben wir jetzt auch zu 100% fertig. Das heißt, ja, den Omega-Nebel haben wir auch zu 100% fertig. Haben wir jetzt gerade nur noch den Sandurnebel und den Adlernebel. Im Sandurnebel haben wir die Schmuggerfracht, die Gefangenen und im... also die Gefangene. Und im Adlernebel haben wir noch den Kroganer. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Kroganer an. Und fliegen durch das Massenportal in den Adlernebel. So, da ist es auch schon Corlus. Das ist aber noch ein kleiner anderer Planet. Findet sich hier irgendwas? Ja, was wir von der Sonne schicken können. Kriegen wir ein bisschen Iridium. Mehr mache ich hier aber dann auch wieder nicht. So, Corlus, das sollte ja das Lager der Blue Sun sein, wenn ich mich dann recht entsinne, richtig? Ja, machen wir erstmal hier nochmal kurz alles so scannen. Was zu hören. Nichts zu hören. Dann tschüss. Machen wir da noch kurz ein. Hier mal kurz scannen. Aber zumindest die ganzen Planeten einmal. Und ansonsten haben wir hier alles, ne? Da ganz außen ist noch eine Umlaufbahn, aber das müsste die des Massenportals sein. Treibstofflager muss ich jetzt eigentlich nicht mehr hin. Haben wir eigentlich voll. Das heißt jetzt nach Corlus ins Lager der Blue Suns, wo wir unseren Warlord entdecken sollten. Na dann, rein da! Dass wir so einfach ohne Diskussion alle Leute auf der Liste von Cerberus abhaken, ohne auch nur nachzufragen. Wir haben noch geantwortet auf den Unbekannten, dass wir unser eigenes Team zusammenstellen wollen und trotzdem machen wir jetzt einfach das Team, was der will. Also, okay. Vier Leute fehlen dann noch, wenn wir mit dem ganzen Kram hier fertig sind. Bin ich ja mal gespannt, ob das noch Verbündete sein werden, also bereits bekannte Charaktere oder dann weiterhin neue. Garrus ist ja schon ein alter Bekannter. Ja, hat sich irgendwie nicht viel verändert, deswegen gehen wir einfach mal los. Oh! Das Lager der Blue Suns ist wohl nicht ganz so zivilisiert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Keine Ahnung, ob Okia freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Befehle über Lautsprecher verkünden? Reizend. Konzentriert bleiben, wir suchen einen Kroganer Warlord. Okay. Ist auf jeden Fall mehr. Sieht ein bisschen mehr nach einem Schiffsfriedhof aus hier. Und jetzt irgendwie okay hier.
Ja, wir müssen jetzt unseren Platz in der Armee erst verdienen. Ein Beobachtungsposten. Kampfbereit, so wie es aussieht. Ich habe den Beobachtungsposten zwar noch nicht gesehen. Aber wenn Garrus das sagt, dann wird das wohl stimmen. Er wurde der Söldner, mit dem sollten wir sprechen. Vielleicht kann der uns helfen. Scheiße! Scheiße! Es hört nicht auf zu bluten! Ich werde... Iskerl! Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Ach, was ist mit dem Medigel? Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Sie... Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jedor hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Es ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jedor will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen. Verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Jedor gar nicht passen. Sie wollte eine Show. Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Ja, dann, was ist mit dem Warlord? Haben Sie O'Kier gesehen? Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Ich habe Hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Aha. Was hat Jedor mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen. Aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Wird Jedors Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten. Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Gut, dann laufen. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Ihm Angst zu machen war ein hübscher Gedanke. Dachte ich mir auch. Weiter. Unser Warlord ist irgendwo in Jedors Labor. Super. Okay, das ist jetzt einer von diesen verrückt gewordenen Kroganern, oder was? Hat er nicht gerade eben seine Leute weggeschickt? Warum sind da jetzt welche? Sie ausbremsen. Okay, können wir die Kroganer irgendwie untersuchen?